Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Metro Exodus. Ja, wir sind mittendrin, fast vermutlich mal auf dem halben Wege zu dieser motorbetriebenen Draisine. Wir müssen hier jetzt runter. Jetzt sagt er mir, soll ich hier was aufladen? Ja, natürlich, machen wir doch, kein Problem. Gib Kette, sehr schön. Jetzt ist alles aufgeladen. Jetzt habe ich das Licht wieder ausgemacht, das wollte ich nicht. Oh, und ich sehe, wir haben nicht mehr viel Munition. Das heißt, wir werden uns jetzt noch mal ein bisschen von dieser Kugelmunition herstellen. Die kostet uns 10 und wir haben 8. Wir haben genügend. Wir werden mal wieder auf 30 hochgehen, würde ich vorschlagen. Und wir werden uns auch noch ein Medkit herstellen, solange wir das können. Noch ein zweites. Oh, sehr schön. Und mal wieder den Rucksack oben rauf. Also das Ding ist auf Entfernung schon mal nicht schlecht. Das muss man schon mal sagen. Einmal aufpumpen hier. So, und jetzt geht's weiter. Hinab, hinab. Zap, 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 zap. Oh, was ist so? Was? Jetzt müssen wir. Und aufziehen. Oh. Aber solange es geht, wenn wir nur mit der Schrotze rumrennen. Oh Mann, mein gut, dass wir uns aufgefüllt haben. Aber das beinhaltet auch, dass wir. Ah, bitte. Oh! Heilige! Wo, wieso, warum? Ich. Nein! Okay. Und weggebissen. Vor einer Minute. Vor einer Minute. Wir nehmen vor einer Minute. E halten? Na, selbstverständlich. Was wollte ich sagen? Halten? Halt, nein. Stopp. Ich wollte was auswählen. Und zwar. Okay. Das hat uns zwar beim nächsten Mal richtig Leben gekostet. Aber warum nicht? Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich oben lang sollte. Nö, da geht's doch. Doch, da geht's auch lang. Krabbeln wir mal hoch. Ich glaube, ich kann die Maske abnehmen. Ich glaube, die Maske brauchen wir gerade nicht. Kommst du mir ins Schussfeld oder kommst du mir nicht ins Schussfeld? Doch, du kommst mir ins Schussfeld. Warten wir noch, bis du auf der Plattform bist und dann erledigen wir dich. Junge, hier sind aber auch viele, die einfach nur. Wow. Viele Schüsse haben wir nicht mehr. Freunde der Sonne. Viele Schüsse haben wir nicht mehr. Aber es sieht auch so aus, als wenn wir.
Weißen gehen alle noch, ne? Pump es auf! Ich glaube, das ist auch das Einzige, was uns gerade hier noch an Munition bleiben wird demnächst. Wir stellen davon noch ein bisschen her. Unsere kleinen Kugeln. So. Heilige! Was für ein Zinnober. Oh, sehr gut. Ja, das war jetzt ein kleiner, aber nur ganz kleiner Umweg. Den wollen wir natürlich auch noch mitnehmen hier. Nö, nö, bleib mal da. Okay, so. Die. Achso, wahrscheinlich hier runter, ja. Bleib nicht aus. Maske auf. Oh, bitte. Oh. Okay. Guten Appetit. Wieso ist denn... Ach so, okay. Ich wollte gerade fragen, wieso... Wer hat denn das Ding da runtergelassen? Aber... Naja. Atjom, lebst du noch? Bitte komm, Atjom. Atjom. Selbstverständlich lebe ich noch. Antworte. Was hast du denn gedacht? So. Aha. Metro 2034. Das ist ja interessant. Okay, hier scheint irgendwie eine Nicht! Was hast denn du da? Hör auf mit dem Scheiß. Junge. Kannst doch nicht bringen. So, immer ein bisschen Zunder drauf geben auf die Nummer. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nur den Hebel, den ich brauche. Um irgendwas in die Gegend... Ach ja, das stimmt. Wir müssen ja die Schienen aufbauen. Richtig, richtig, richtig. So, und wo bin ich jetzt gerade hier? Ach so, ich muss wahrscheinlich den nächsten Hebel finden, ne? Gesagt. Du bist so schlau. Wirklich. Du bist so schlau. Was gibt's denn hier noch alles? Hier sind alles Begräbungsstätten. Alles ist aus, alles wie ein Friedhof hier. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ah, das ist eine AK, oder? Ist das eine AK? Das ist doch eine astreine AK. Die behalten wir. Aber selbstverständlich behalten wir die. So. Und. Nein. Das ist nämlich 31. Sehr geil. Sehr geil. So. Gehen wir hier mal weiter.
Nachtsichtgerät? Ja, das wird ja immer geiler. Sehr cool. Ach so, jetzt brauche ich halt auch kein Licht mehr. Ja, das passt. Das ist gut. Scheiße, nein. Sammelt sich hauptsächlich im Sediment und in Folge ist die Bodenfauna am stärksten betroffen. Der aktive Überträger bewirkt ausgeprägte Pathologien bei den Jungtieren der Krustazeen und Mollusken, die schnell tödlich enden. Der Kettfischnachwuchs im Testbecken hat jedoch nur okay. Nee, da hüpfe ich jetzt nicht rüber. Ich bleibe hier. Und jetzt werden wir hier durchgehen. Und wir müssen das aufmachen. Und komm. Freunde, ich glaube, wir haben es gleich. Ich glaube, wir haben es. Das nehmen wir noch mit. Und jetzt besteigen wir diese Motordresine. Zack. Und hinein mit dem alten Hebel. Start. Ja, ja. Wir müssen dich so lange nicht erreichen. Ich bin ja so erleichtert, Atjom. Sei doch still, Papa. Atjom hat da nun wirklich nicht gefaulenzt. Aber ich hätte gern... Und, hast du die Motordresine? Ja. Jetzt solltest du dich zum Depot begeben. Pass aber gut auf. Dort gibt es ein paar zwielichtige Gestalten. Viele sogar. Naja, falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Ah. So dreht man das Ding. Aber wir werden das Teil jetzt hier hinfahren. Und dann werden wir dort vorne nächtigen, weil in der Dunkelheit habe ich keinen Bock da drauf. Wirklich nicht. Das heißt, wir werden uns jetzt schlafen. Es ist 21 Uhr. Ist auch Bett-zu-Bett-geht-Zeit, wenn man mal so will. Und Moment, wir werden natürlich jetzt erstmal ein bisschen was herstellen. Freunde. So, was haben wir denn alles? Wir haben drei Medkits. Das ist in Ordnung. Wir werden... Ah, das ist aber auch teuer. 10 und 30. Na komm. Einmal davon. So, wir haben natürlich davon nichts mehr. Gut, das ist schon mal voll. Davon werden wir herstellen. Das ist auch voll, klar. Das lassen wir bei 60. Da haben wir auch genügend. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. So, kann ich hier eigentlich immer noch was reinigen? Nee. Hier kann auch nichts gereinigt werden. Das ist ja interessant. Okay, schauen wir mal durch. Haben wir für die Schrotze irgendwas bekommen? Nein. Haben wir für da irgendwas bekommen? Jawohl, sehr gut. Und...
Langer Lauf. Und Minusbremse. Das sieht gut aus. Das haben wir aber schon. Ja, das wird ausgerüstet und wir haben das längere Magazin. Das ist sehr gut. Und wir werden den Laser anbringen. Perfekt. Und haben wir hierfür noch irgendwas Neueres? Nein, nicht so wirklich. Von daher haben wir soweit alles. Die Maske möchte ich gern reparieren. Aber irgendwie ist das ein Bug. Das gibt's doch nicht. Das kann ich nicht reparieren, oder was? Ich kann es weder reinigen noch reparieren. Das ist sehr komisch. Okay. Gut. Ich würde sagen, ab ins Bettchen. Wir ruhen uns mal einen kleinen Moment aus. Das haben wir uns wirklich verdient. Was ist das hier unten? Trinken wir was? Jawohl. Kleines Stückchen. Ist doch gut. Aber gebracht hat es uns jetzt nicht so viel, ja. Hat eher Stil. So, und gute Nacht. So. Und die Nacht geht rum. Hoffentlich. Aber es ist auch fett, wie die Wolken vorbeiziehen, oder? Und da scheint der Tag zu sein. Sehr schön. Aufstehen. Ein neuer Tag beginnt. Auf. So, das haben wir nachgeladen. Das ist in Ordnung. Wir machen noch einmal nochmal reinpacken. Hier haben wir auch alles voll. Okay. Ich würde vorschlagen. So. Wir steigen ein. Und fahren Richtung Depot, wenn man das so will. So, ich bin ja mal gespannt, ob wir hier noch Weichen umlegen müssen. Ach nee, das sieht alles gut aus. Da ist ein bisschen Wasser auf den Schienen. Hoffentlich haben wir kein Aquaplaning gleich. Oh, irgendwas haben wir umgefahren. Und sage mal, irgendwie so, Moment. Wir fahren mal nochmal zurück. Also, das ist nicht schlecht gemacht, doch. Da kann ich nur sagen, sehr gut gelungen. Okay. Ach so. So macht man das. Lupp. Und weiter geht's. Hinein in die gute Stube. Ich wollte schon immer mal Zug fahren. So, ich glaube, wir kommen nämlich an den Punkt, da hinten.
ob wir da wohl durchfahren. Ob wir da wohl durchfahren. Wir fahren da einfach durch, Freunde. Wir fahren da einfach durch. Ah! Jetzt werden wir mal speichern. Das habe ich völlig vergessen. So. Schauen wir mal, wie die am besten Power haben wir. Also wir müssten die eigentlich weggesneakt bekommen. Okay, das war unnötig. Pass auf, Leute, er ist tot. Ja, Leute, das Stück ist irgendwo hier. So langsam werde ich richtig sauer. Keine Sorge, bald wirst du gekocht, du kleines Schwein. Wo? Na? Ich hab den erwischt da hinten, oder? Ich glaube, der ist verblutet. Irgendwie so muss das doch gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir anders reinkommen hier. Ich glaube, wir kommen hier auch anders rein. Hey, bleibst du wohl? So. Aufpumpen. Leute, wir kriegen mächtig in den Arsch! Ich sehe den Schweinehund! Boah! Das Arschgesicht versteckt sich nirgendwo. Wir sind am Arsch!
So, Freunde. So einfach nicht und erst recht nicht mit mir. Oh nein, haben sie uns zerlegt. Aber eine Minute her. Nicht schlecht. Wir werden es nochmal probieren. Ein Versuch noch, quasi bevor die Folge zu Ende ist. Na, hier ist doch noch einer. Wo bist du, Kumpel? Weißt du was, als du schon bist? Komm her. Ich glaube, der Rest ist oben. Kann das sein? Ja, irgendwas ist auf jeden Fall da oben. Aber ich komme da so, glaube ich, gar nicht. Doch. Oh, genau vor ihm. Ein bisschen festgehakt. Oh, ich gehe hier mal besser rein. Das grummelt mir zu laut. So, was haben sie denn hier alles? Oh, eigentlich sind die sind ja richtig gut ausgerüstet, was? Sind ja richtig gut ausgerüstet, die Burschen. So, machen wir das Licht aus. Sehr schön. Oh. Hier wird was gezüchtet anscheinend. Zack. Jetzt ist das Gatter auf. Ach so, du da hinten. Ja, mach da wieder Rambazamba, was? So. Ich gehe hier erstmal wieder runter. Wir müssen nämlich noch die. Gucken, was die Leute so versteckt haben hier. In ihren Klamotten. Hier ist zum Beispiel. Oh nein! Das wollte ich doch gar nicht. So. Ist auch noch einer. Den haben wir anscheinend schon. Den müssen wir noch mal machen. Ich glaube, ich setze noch mal die Night Vision. So. Ah, okay. Sehr schön. Traumhaft. Haben wir den draußen denn? Ich glaube, hier war gar keiner draußen. Ach, das war doch. Den haben wir doch erlegt. Genau, wollte ich gerade sagen. Den haben wir ja wohl erlegt. So. Das sind gute und schöne und viele Ressourcen. Freunde, ich glaube, wir versuchen das Ding jetzt noch anzuhängen und dann ist die Folge zu Ende. Hoffen wir mal, dass es dann zu Ende ist. Aber bevor wir das nicht getan haben,
Über die mache ich hier keine gelernte Versprechung. Okay. Schauen wir mal, was geht. Das ran. Ziehen wir es rein. Sehr schön. Freunde. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Metro Exodus. Bis dahin, ciao, ciao.